Also, du Esel. Esel ohne Namen. Ich taufe dich auf den Namen Balu. Hallöchen, ihr Unfähigen. Und willkommen zu einer neuen Folge von Craft Attack. Heute gechillt am Montag. Und was ist das für Musik, die im Hintergrund läuft? Okay, jetzt funktioniert sie. Kurz gucken. Nein, die ist nicht so laut. So. Diese Folge bin ich hier unterwegs und werde ein bisschen... Ich weiß gar nicht, was ich machen wollte. Egal, ich habe auf jeden Fall die Karte neben mir sitzen, die ein bisschen aus Twitter vorlesen möchte. Und ja, da wurde auf jeden Fall eine Menge geschrieben unter dem Hashtag FragEarly. Ich war eben noch im Nether und habe meine Rüstung ein bisschen repariert. Und dann wollen wir jetzt mal kurz gucken. Ich wollte nämlich eine Taufe machen. Ich wollte nämlich den Esel taufen, den wir bei uns hier stehen haben. Und ich höre mal eben kurz auf zu rennen im Hintergrund, damit wir mehr FPS haben. Denn ich wollte etwas taufen. Etwas, das dringend überfällig ist. Dann können wir auch Blöcke von machen. So. So, rennen damit. So. Habe ich überhaupt hier noch XP dafür? Ja, habe ich. Kostet nur ein Level. Perfekt. So. Denn ich wollte nämlich heute etwas taufen. Wie machen wir das jetzt am besten? Komm mal mit, du Esel ohne Namen. Komm heraus. Haben wir irgendwo einen Zaun? Können wir ihn hier festmachen? Nein. Haben wir hier irgendwo einen Zaun? Ich habe jetzt keinen Bock, extra irgendwo einen Zaun hinzustellen. Irgendwo hier wird. Komm mit, Esel ohne Namen. Hier ist ein Zaun. So. Also, du Esel. Esel ohne Namen. Ich taufe dich auf den Namen Balu. Ich finde das gut. So. Was ist daran so lustig? Ja, ich weiß. War ja der Plan. So, nehmen wir ihn wieder mit. Balu, komm. Wir gehen jetzt nach Hause. Ich hätte dir vielleicht einen Sattel anlegen sollen. Komm, Balu, komm. Mein Headset ist fast leer. Das juckt mich jetzt aber nicht. Hallo, ich komm. Komm schnell rein. Mach die Tür zu. Oh, das war knapp. So, wo stellen wir jetzt Balu hin? Da wo. Oder nicht mitten im Raum? Der scheißt mir das ganze Wohnzimmer voll. Ja. Balu ist nicht so ganz stubenrein. So, komm, Balu, die schrissen wir auch noch ein bisschen auf. Also, auf jeden Fall brauchst du eine Kiste. Wo haben wir denn eine Kiste? Haben wir da irgendwo Kisten? Haben wir irgendwo Kisten? Wir haben schon mal einen Sattel. Er kriegt nur Eisenrüstung, keine Dia-Rüstung. Das ist viel zu schade, eine Dia-Rüstung über Louis zu verschwenden. So. Dann basteln wir noch eben eine Kiste. Dann pass auf, das kennst du ja noch gar nicht. Esel haben eine besondere Fähigkeit. Ja, wie war das? Achso, die können gar keine Rüstung tragen. So war das, genau. Ein Esel kann eine Kiste mitnehmen. Das heißt, du kannst hingehen und kannst ihm hier Sachen ins Inventar packen. Richtig doll. So, Balu bleibt nackt, der kriegt gar nichts. Und ja, Balu, willkommen bei den Ach, du bist ja schon unfähig. So. Jetzt gehen wir nochmal pennen. Was ist nämlich Nacht? Hallo Kati. Hallo Ferdinand. Kann er durchfallen? Nein. Ich weiß noch, wo Dalu dieses eine Pferd hier runtergeschubst hat. Und es sich aufgehangen hat. Oh. Und ich weiß noch, wie ich Balu hier aufgehangen habe und er gestorben ist. Balu Nummer 1. Aua. Das hat keiner gesehen. So, was machen wir denn jetzt? Darf mir das mal. Nein, mein Haus bleibt stehen. Baumgarten. Okay. Dann geh jetzt mal hin und hau mal. Hast du eine. Moment, wir haben ja nicht umsonst hier den Twitter-Hashtag. Hallo, bist du krank? Den Twitter-Hashtag gepostet. Sag mal, hast du schon was? Ja. Julia fragt, hast du vor, GTA 5 aufzunehmen? Wäre bestimmt lustig.
Ob ich GTA 5 aufnehmen will? Ich denke nicht. Also ich habe schon mehrmals GTA 5 gezockt natürlich und aufgenommen habe ich das auch mal zusammen mit Sander, aber ich weiß nicht, ob ich das jemals so aufnehmen werde, dass ich dann auch hochlade. Das wollte ich noch nicht. Mal abwarten und Tee trinken. Abwarten und Tee trinken. Wurde jetzt auch verschoben für PC, der Release leider. Aber ich habe für die PS4, da passt auch. Stream wollte ich das demnächst mal. Da müssen wir mal gucken. Oh, Tim, ich hasse dich dafür, ne? Diese ganzen Scheißbäume, die gehen mir so auf den Piss. Ja, ich wollte hier einen schönen Garten draus bauen. Ja, das hat sich was Scheiße. Scheiße. So, den Baum beseitigen wir gleich auf spezielle Art. Bin ich bekloppt, doch nicht nah an meinem Haus. Ja, ich fackel dich weg. Irgendwo ein Stück Holz runter. So. 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 Erzähl. So. Welche Erwartungen hast du von Schein 2? Ohoho, Leute, wenn ihr es gestern noch nicht mitgekriegt habt, Schein 2, da war der Teaser, ist um 20 Uhr online gegangen. Da könnt ihr mal vorbeischauen bei mir auf dem Kanal, da findet ihr den Teaser. Möglicherweise kommt heute um keine Ahnung wie viel Uhr noch ein Trailer. Das heißt, das ist etwas Größeres. Der wird auf jeden Fall mal. Ich hoffe, der kommt rechtzeitig. Moment, ich guck mal ganz kurz in die Konfi, ob der vielleicht schon geschickt wurde. Wie sieht es eigentlich aus? Wie sieht es eigentlich aus mit dem Trailer? Ja, ich habe verkackt. Ich habe aus Versehen mein Minecraft minimiert und dadurch wurde die Aufnahme beendet. Aber Julo, das ist die Frage, wie viel haben wir schon aufgenommen? Hier haben wir begonnen. 6 Minuten. Das heißt, wir haben noch 4 Minuten Zeit. Passt, passt, passt. So. Ah ja, Schein 2 wurde confirmed. Das Ganze startet am 24. Und möglicherweise kommt halt heute noch ein Trailer. Ich weiß aber nicht, wie weit der Notabdage gekommen ist mit dem richtig kompletten Trailer. Auf jeden Fall, ich freue mich da mega drauf. Das ist eine Mischung aus dem Schein Modpack. Wer sich noch dran erinnert, wer es noch nicht gesehen hat, wer Schein nicht gesehen hat, ohne Scheiß, zieht es euch rein. Schein war einfach das geilste Projekt. Das hat so viel Spaß gemacht. In Schein ist auch das Unfähig entstanden. Deswegen schaut da auf jeden Fall einfach mal vorbei in der ersten Staffel. Das hat, glaube ich, 97 Folgen. Und es war einfach legendär. Das hat so viel Spaß gemacht. Das war so geil. Und ich freue mich so dermaßen, dass jetzt Schein 2 kommt. Ein Jahr später. Ja, ich denke mal, Schein wird auf jeden Fall hammermäßig geil. So wie es auch mit dem ersten Teil war. Diesmal ist ja jetzt das Hexit Modpack mit drin. Das heißt, es ist das Schein Modpack, was schon mega geil ist. Und dann kommt das Hexit Modpack dazu, was ich einfach nur mega abfeiere. Und das ist so eine geile Mischung. Das kann nur eskalieren. Was hast du? Eine Frage. Erzähl. Du mal, da du fragst, warum ist die Kati so toll? So, das weiß ich leider nicht. Hi. Was guckst du mich so an? Ist alles gut. Alles gut. Ich habe Angst um mein Leben. Oh. Die Kati ist einfach toll. Weil sie toll ist. Ah, bist du bekloppt? Das ist kein Schmerzstream. Trotzdem blöde Antwort. Nix blöde Antwort. Oh, so, sieht eine einsame Tulpe, jetzt nicht mehr. Ich stelle mir jetzt woanders hin. Was machst du da? Dein Fuß ist eingeschlafen. Du musst so abbrechen, dann ist er wieder wach. Nein. Ach, hier oben habe ich einen Tulpen. Stellt jetzt drauf auf. Adi, hopp. So, jetzt sieht das doch schön aus. So, was mache ich denn in meinen Garten? Wir machen auf jeden Fall einen Teich, möchte ich machen. Da setzen wir auf jeden Fall ein paar Enten rein. Ich würde sagen, den Teich, den mache ich direkt hier, oder? Ja. Den mache ich hier weiter hinten. Nein. Hier. Nein. Da, so und dann noch ein. Hier so?
Mensch, jetzt mein Keller. Okay, hier fängt der Teich an. Von der Größe her sollte es passen. Scheiße. So von der Größe. Was machst du da? Hast du so eingeschlafen? Es sieht aus, als würdest du gleich ein Kind gebären. Sollte ich da etwas wissen? Wir werden Eltern! Yeah! Hey. So, ich bin dann mal eben Zigaretten holen. Scheiße, das ist symmetrisch. So, jetzt haben wir hier einen schönen Teich. Oder? Passt das? Ich weiß auch. Hey, soll ich das mit Sand ausfüllen? Ja. Nee, es ist blöd, das passt nicht mit Sand. Oder mit Stein oder so, aber dann ist das Sand. Ja, das wächst ja noch nach, dann keine Sorge. Sieht trotzdem kacke aus. Sieht trotzdem kacke aus, wie heißt Kati? Das ist kein Teich, das ist ein Tümpel. Das ist halt ein Tümpel, wo gleich wow. Enten drin schwimmen. So, pass auf. Ja, erzähl. Ja. Vanessa fragt, schauen deine Eltern deine Videos? Ich hoffe nicht. Die denken sich eh schon, ich habe eine Klatsche. Wäre schlimm, wenn. Hallo, da soll Wasser hin. Danke. So. Da. Jetzt muss ich das irgendwie wieder ausfüllen. Was hast du denn jetzt für eine Frage gefunden? Würdest du bei Louis für Geld küssen, fragt der Jan. Nein. Was ist das bitte für eine Frage? Fand ich gut. Ich fand die gut, ja, Kati. Blöd. So, dann haben wir jetzt einen schönen Teich im Garten. Halt, stopp, da geht noch eine Verschönerung. So, guck mal, jetzt ist es auch ein schöner Teich. Mit Enten drin. Die eine erzählt aus. Die lebt aber nicht mehr. Aber vorhin darf einer mit. Also den gesamten Garten entfernen. Die Ente lebt nicht mehr. Da lebt die. Nein, die lebt nicht mehr. Die flattert doch da. Die lebt nicht mehr. Ist das ähnlich? Die flattert da. Die lebt nicht mehr. Die lebt, guck dich an. Die lebt nicht mehr. Warum lebt die denn bitte nicht mehr? Die bewegt sich. Hä? Diese Ente in der Mitte. Das ist ein Hühnchen, du Depp. Ach Mann! Ah, bist du bekloppt? Nein, guck, die ist tot. Hä, seit wann taucht die? Seit wann ersaufen? Normalerweise ersaufen die Babyhühnchen im Wasser. Verstehe ich nicht. Sag dir, du bist tot. Oh, jetzt ist sie tot. Das war das Falsche. Nein, lass das andere am Leben. Lass es am Leben. Komm, eine Frage schaffen wir noch. Okay. Ich heiße Kaffee. Ich bin blöd. Dann hätten wir hier noch eine Frage von der Celine. Erzähl. Wie findest du es, wenn Kathi aus dem Bett fällt? Oh Leute, passt auf die Geschichte. Weißt du, ich eben, ne, mit der Troubletown-Gruppe am TTT aufnehmen, ne? Kathi chillt hinter mir im Bett. Ich hätte Facecam machen müssen, ne? Kathi chillt hinter mir im Bett. Und ist scheinbar eingepennt. Das dauert ja mal ein bisschen. So ungefähr 2 Stunden war ich insgesamt am Aufnehmen. Und die ist eingepennt. So, erst räumt sie den halben Tisch ab, weil sie mit dem Hintern auf dem Tisch liegt und keine Ahnung, krakeelt da rum und räumt da fast den kompletten Tisch ab.
Weißt du, ich mit Mühen und Brechen den scheiß Tisch wieder da gerade hingestellt, weil sie da nicht runter wollte. Die war am Pennen. So, dann lag sie wieder gerade im Bett. Ich denke mir, okay, nimmst du weiter auf. So, dreh mich gerade um. Sehe, wie die halb auf dem Boden liegt oder halb aus dem Bett gerade fällt. Ich so, okay, mute dich schnell. Helf ihr hoch, bevor sie ganz aus dem Bett fällt. Aber macht es Klatsch! Und dann liegt sie auf dem Boden! Ist die beim Schlafen aus dem Bett rausgefallen. Ich fand das super. Ich fand das schön. Ich feier das. Ich hab Kopfschmerzen. Ja, das ist der Nachteil. Du solltest einen ruhigeren Schlaf haben. Hm. Gut, Leute, ich würde sagen, wir gehen ins Bett. Ihr geht jetzt, oh nein, das ist 14 Uhr, ihr geht nicht ins Bett. Aber ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Schaut auf jeden Fall auf Twitter vorbei, beziehungsweise in der Beschreibung. Da findet ihr die Kati auf Twitter. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut darin. Tschüss.